Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, hier geht's weiter in der Serie über Bambis Training bei uns im Stall. Die Aufnahmen sind alle am 7. Februar entstanden, da war sie also genau eine Woche bei uns. Und wie immer, wenn ich das Training beginne, habe ich ihr erstmal das Halfter angezogen und dann so ein bisschen provisorisch übergeputzt. Man sieht auch nach wie vor, dass sie das nicht so ganz angenehm findet, kann man auch verstehen, denn sie hat eben so ein paar festere Dreckklumpen im Fell. Die kriege ich mit der normalen Bürste nicht so gut raus, müsste ich also mit den Fingern rausziehen. Dann würde Fell mit rausgehen und das ist eben alles nicht so angenehm, wenn es zieht, dann bräuchte ich wieder 10 Minuten, bis ich sie wieder eingefangen bekomme. Und deswegen putze ich einfach nur stur drüber. Es ist also nicht das primäre Ziel, dass sie wirklich sauber wird, sondern dass sie sich eben berühren lässt, dass sie es auch mal aushält, wenn es ein bisschen unangenehm ist und eben ja sich an die ganze Sache einfach gewöhnt. Also weggehen ist erlaubt. Ich hole sie mir auch jedes Mal wieder. Klar, es gibt Pferde, die mögen gerne geputzt zu werden und Pferde, die mögen es eben nicht so gerne. Und Bambi gehört da wohl eher zu der zweiten Sorte. Dann habe ich mich wieder ans Hufegeben gemacht. Ich habe jetzt gelernt, dass es am besten funktioniert, wenn ich in die gleiche Richtung schaue wie sie. Ich nehme ihr also den Huf hoch. Wenn sie das brav gemacht hat, bekommt sie von mir ein Stückchen Möhre. Und dann habe ich mir jetzt noch einen Hufkratzer mitgenommen, damit ich eben mal so ein bisschen simulieren kann, was eben passiert, wenn der Schmied kommen würde. Einfach mal so ein bisschen am Huf rummachen. Habe mich dann auch dabei so ein bisschen gedreht, wie der Hufschmied das vielleicht eventuell machen würde. Und immer wenn sie dann das Beinchen so ein bisschen wegziehen will, dann halte ich das ganz ruhig in der Hand, bis sie eben wieder Ruhe gibt. Und dann gebe ich ihr das Bein quasi zurück. Dann machen wir es jetzt noch auf der anderen Seite. Ich finde es natürlich ein bisschen doof, dass sie jetzt anfängt, das Leckerli selber einzufordern. Sie ist natürlich nicht blöd. Deswegen habe ich gerade mal ihren Kopf so ein bisschen weggehalten, was sie damit quittiert hat, dass sie dann direkt wieder geht. Also das Ganze nochmal, sie wieder in Position stellen. In meiner rechten Hand ist übrigens der Hufkratzer. Jetzt versuche ich wieder ihr rechtes Vorderbein zu nehmen und jedes Mal probiert sie jetzt eben diese Möhre selbst einzufordern. Das geht natürlich nicht. Sie muss für mich erstmal die Aufgabe erfüllen, mir das Beinchen geben, am liebsten halt noch den Kopf dann weghalten und dann kann sie ihre Belohnung bekommen. Ja, sie ist leider oder Gott sei Dank halt relativ schlau. Sie hat jetzt gerade wieder ein bisschen Angst gehabt, ist wieder weggelaufen. Und warum ich jetzt einmal so mit dem Fuß aufstampfe, ist, weil sie mir halt den Hintern zugedreht hat. Also ich möchte immer, sie darf halt weglaufen, aber ich möchte, dass sie eben von mir weggeht. Sie hat dann nochmal ganz deutlich eben den Hintern gehoben. Also habe ich sie nochmal weggeschickt und dann läuft sie auch weiter weg. Da habe ich eben jetzt den Vorteil, dass sie hier auf dem kleinen Paddock ist und nicht auf der Weide. Weil auf der Weide, die hat einen knappen Hektar bei mir, wäre sie halt wieder ewig weg gewesen und ich hätte ihr hinterherlaufen können. Jetzt habe ich doch ein Strickchen dran gemacht, weil mir das eben ein bisschen zu doof wurde mit dieser Weglauferei und habe ihr wieder den rechten Vorderhuf hochgehoben, das Köpfchen weggedrückt und ihr dann eben das Leckerli gegeben. Jetzt halte ich gerade wieder den Kopf weg. Das ist halt gerade so ein ganz wichtiger Lernprozess. Ich möchte das Beinchen haben, ich möchte nicht, dass man sich selber seine Belohnung holt, sondern dass man die dann bekommt, wenn man die Aufgabe halt richtig gemacht hat. War also, ja, wie gesagt, ein ganz wichtiger Tag, dieser Montag. Jetzt habe ich gerade das linke Vorderbein wieder hochgenommen, wieder Köpfchen weggedrückt. Jetzt soll sie das Bein stillhalten und nicht selber wegziehen. Also ich möchte Bein hoch, Kopf nach vorne und dann kann sie das Leckerli bekommen. Und das wiederhole ich einfach immer und immer wieder, bis sich das eingeprägt hat. Also warum sie jetzt nochmal gerade den Hintern weggedreht hat, ist, weil ich instinktiv sie am Hals geklopft habe, um sie zu loben und sie eben so übersensibel ist, dass sie das überhaupt nicht haben möchte und dann lieber ausweicht. Ihre Freundin Nessie kann man ohne Probleme einfach klopfen, die findet das in Ordnung. Das ist natürlich auch eine vom Mensch gemachte Konditionierung, dass ein Halsklopfen überhaupt ein Lob ist. Viele Leute arbeiten auch komplett ohne, weil sie sagen, das ist unnatürlich. Da haben die auch recht. Also ein Pferd würde niemals spontan darauf reagieren, wenn man klopft, dass es sich denkt, oh, das ist jetzt aber eine Belohnung, weil Klopfen finden Pferde erstmal komisch. Ich konditioniere die aber tatsächlich schon alle darauf, dass das Klopfen eben was Positives ist und dass es ein Lob bedeutet. Also man kann jedes Pferd auf alles Mögliche konditionieren. Das ist ja für die Pferde irgendwann nicht mehr schlimm, wenn die geklopft werden, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich das hier einfach so mache und das Fohlen kennt es nicht, dann weicht es erstmal aus. Das ist auch nicht weiter schlimm. Man muss auch nicht mit so viel Möhrchen und Leckerlis und sowas arbeiten. Hier beim Fohlen finde ich es tatsächlich ganz gut, weil es für sie einen echten Mehrwert bietet. Also sie möchte das gerne haben und das ist für sie tatsächlich eine Belohnung. Wenn ich sie streichel oder kraule oder so, dann bringt ihr das nicht so viel, wie wenn ich ihr tatsächlich ein Stückchen Möhre anbiete. Deswegen mache ich das hier so viel mit ihr. So, jetzt habe ich es auch nochmal geschafft, beim rechten Vorderhof ein bisschen mit dem Hufkratzer dran zu gehen, wie eben der Hufschmied das gegebenenfalls auch machen würde.
Sie bekam von mir dann natürlich auch nochmal eine kleine Belohnung. Und jetzt habe ich mich dann ganz langsam mal an die Hinterbeine getraut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich alleine bin, weil ich jetzt keinen habe, der sie vorne festhält. Aber ich übe generell Sachen immer sehr, sehr gerne alleine, weil ich mir immer denke, was ist, wenn mal keiner da ist, wenn keiner Zeit hat. Ich möchte auf niemanden angewiesen sein. Und deswegen, klar, macht es für das Fohlen nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt vorne da einen Strick dran habe und nach hinten gehe, dann so gerade stehen zu bleiben. Das macht sie gerade schon richtig gut, weil der natürliche Mechanismus wäre, dass sie einfach sich mitdreht. Also, dass sie jetzt quasi den Kopf zu mir dreht und den Hintern weg. Aber das hat sie schon ganz gut drauf und kriegt von mir auch vorne das Leckerli, natürlich nicht hinten, weil sie dann wieder den Kopf nach hinten strecken würde. Und ich möchte jetzt erstmal die Hinterbeine tatsächlich nur anfassen. Noch gar nicht richtig jetzt hochheben, wie als wollte ich die auskratzen, sondern wirklich nur mal anfassen, gucken, wie weit ich kommen kann. Immer aufpassen, weil man ja damit rechnen muss, dass das Fohlen halt auch mal auskeilt oder irgendwie übersensibel ist. Aber es macht sie schon wirklich gut, auch wenn sie die Ohren hinten bei mir hat und genau aufpasst, was ich da mache. Steht sie wirklich toll. Also da war ich super zufrieden mit. Und vor allen Dingen konnte man ja sogar den Strick auch über ihren Hals legen. Das habt ihr in den vorherigen Szenen gesehen. Wenn sie da mal eben so ausweicht, ist es für mich nicht schlimm. Hauptsache, sie bleibt dann wieder stehen, kommt wieder zur Ruhe. Ich kann das Bein anfassen und dann ist auch wieder alles gut. Ja, und so haben wir uns an die Hinterbeine rangetastet. Auch hier habe ich immer mal wieder ihren Kopf weggehalten, wenn sie gerne nach dem Leckerli suchen wollte. Und alle ihre Versuche, sich da irgendwie zu entziehen, ganz einfach wieder weg ignoriert und weitergemacht, immer wieder an der Stelle geblieben. Das hatte ich ja am Anfang schon mal erklärt, dass ich immer versuche, genau an der Position zu bleiben, wo ich war, auch wenn sie sich wegdreht, damit sie eben merkt, dass das keinen Erfolg hat, sozusagen. Ja, und dann zum Abschluss habe ich sie mit Nori wieder rausgebracht, aufs Round Pen ein bisschen laufen lassen, ein bisschen zusammen sein lassen, die beiden. Und ja, habe ich hier mal ein paar kleine Aufnahmen davon reingestellt, wie ich die beiden zusammen führe. Nori sieht übrigens schmutztechnisch jetzt auch nicht besser aus als Bambi. Und das war dann nach einer ganzen Zeit, als sie auf dem Round Pen waren, habe ich sie wieder zusammen reingebracht. Und das funktioniert wirklich toll. Ich habe dann auch in den darauffolgenden Tagen mal Bambi alleine genommen. Das seht ihr aber dann in einem der nächsten Videos. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.